herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fallout New Vegas. Letztens waren wir hier stehen geblieben, bei derselben Stelle, wo ich gerade bin. Und nun weiter geht's. Zurück nach Good Springs und wir versuchen, die anderen mal zu überreden. Helfen, dass die Pulverbande verschwindet endlich von dieser Gegend. Und wir sind Level aufgestiegen, wir sind Level 2. Das zusätzlich noch. Für welche, die die ersten zwei Parts noch nicht gesehen haben, können einfach unter der Playlist schauen. In der Playlist stehen die gesamten Parts da und wir können gerne das ansehen. So, da vorne haben wir schon. Good Springs. Genau. Ich glaube, das Dynamit, wie gesagt, was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt mit allen reden, dass sie uns unterstützen gegen die Pulverbanditen. Weil ohne den Pulver, wenn die Pulverbanditen nicht mehr da sind, dann heißt es eins bei uns. Erstens, guten Ruf hier, aber auch einen schlechten Ruf bei den Pulverbanditen, na gut. Die sind mir egal. Und zusätzlich noch, ja, haben wir noch ein paar, kriegen wir ein bisschen Erfahrungspunkte dazu. Was? 2277 besiegten die Streitkräfte der in Karle die Jesus Legion. Das geht mir viel zu schnell rüber. Trockene Kehle? Das kann ich ändern. Ich hatte vor, das auszusitzen, aber irgendwie muss man sie einfach mögen. Ich bin dabei. Ich werde mal mit ein paar anderen Leuten reden und schauen, ob ich vielleicht noch Mitglieder für diese Miliz gewinnen kann, die sie zusammenstellen. Es hat zwar jeder eine Schusswaffe, aber ein wenig mehr Ausrüstung wäre nicht schlecht. Im Gemischtwarenladen finden wir wohl, was wir brauchen. So, gut. Auf Wiedersehen. Ja, die hat aber schnell geredet. Ja, gut. Und nochmal zu sagen, dieses Projekt ist auf Wunsch meiner Leute gerade dazu gekommen. Das sind Obi-Wan und Megababo. Dass ihr das Bescheid wisst. So, gut, jetzt reden wir mit denen. Möchten Sie Vorräte kaufen? Ich brauche Vorräte gegen die Pulverbanditen. Moment mal, ich war nie dafür, es mit den Pulverbanditen aufzunehmen. Sie sprechen hier von einer Investition in Höhe von 1000 Kronkorken. Halten. Das erledigen Sie mal alleine. Ich hab. Natürlich, ja. Doch. So, was haben wir denn noch so alles? Ein ganzes Messer, das Messer können wir verkaufen. So, Blechdosen kann ich verkaufen. Nein. Naja, wir müssen noch ein Level aufsteigen. Immer Good Springs helfen. Ja, das. Das verkaufen. So, hat er erstmal auch was Gutes? Nee. Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ich glaube, wir müssen noch Level steigen. Gut. Okay. Schauen wir uns erstmal bei den. Schauen wir uns noch ein bisschen erstmal um. Ja. Wir porten uns erstmal dorthin. Zu einer anderen Gegend. Edgar, danach Good Springs Quelle. An der Good Springs Quelle. Schauen wir uns erstmal um. Gucken mal, was wir zu finden. Erledigen noch ein paar Gegner und. Ja. Werden wir sehen, wie es weitergeht. So, das Robotermodell Mr. Gusty. Oh, da vorne ist. Es sind ein paar Häuser. Und da vorne ist einer. Hallo, können Sie mir helfen? Stimmt was nicht? Mein Mädchen ist da oben auf der Anhöhe von Geckos umzingelt und ich komme nicht zu ihr. Bitte, sie wird noch sterben. Wo ist sie? Folgen Sie dem Weg vorbei am kaputten Funkturm und gehen Sie nach rechts. Sie finden sie am Ende des Pfades. Mal sehen, was ich tun kann. Wirklich? Vielen Dank für Ihre Hilfe. Bitte beeilen Sie sich.
So, gut, helfen wir ihr mal. So, gut. Ein paar Geckos wurden schon erledigt. Ach, das ist der, den wir gemungen gebracht haben beim letzten Part. Ach so. Auch gut, da vorne ist noch einer. Gegenstand. Reparieren, bitte. Ey, Gecko, komm mal her. Gecko. Und sehr gleich können wir noch ein paar Level uns schnappen. Gecko. Okay, gut. Da vorne sind noch ein paar. Ja, da sind noch ein paar. Davon ein paar Geckos. Oh, das muss doch die Freundin sein. Wow! Stirbt! Stirbt die Geckos! Wo ist der letzte? Hey, Luder! Komm her! Komm her! Komm! Boah, wir haben es geschafft. Gut. Das war's mit den Geckos. Wie heißt das? Gefressen oder gefressen werden? Okay, gut. Wow. Das muss seine Freundin sein. Was ist das denn da oben? Entschärfen. Gut, okay. Kamera nehmen. Okay. So, wo haben wir die Quest eigentlich? Quest wird immer in einer gewissen Position gespeichert. Wo haben wir das Aufgaben hier? Sonstiges. Ein Aschebecher. Ein Aschebecher nehmen wir gleich mal mit. Sonst großartig nichts hier. Gut. Ja, warte mal. Ist hier noch was? Nö. Gott. Was macht der denn hier? Ich habe eine kleine Vorahnung. Sorry wegen der Lüge, aber danke, dass Sie die Geckos erledigt haben. Jetzt komme ich an die Beutel da oben, wenn ich mit Ihnen fertig bin. Hey! Das war's noch mit denen. Endlich mal neue Kleidung gefunden.
Ich bin der Meinung, das sieht bestimmt auch besser, wesentlich besser aus. Boah. So, gehen wir mal da vorne in die Stadt mal hinein. Weiß nicht, was da vorne ist. So. Da kommt. Okay. Hey, da ist was. Das ist ein neuer Ort. Oh, das sieht interessant aus. Das sieht gerade echt interessant aus. Dieser Ort. Okay. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte Pitball können Sie direkt aufsuchen. Genau. Das habe ich ja vor uns gezeigt. Nehmen wir Elektroschrott. Okay, Elektroschrott. So. Okay, sonst ist großartig nichts mehr. Doch. Ein Sensormodell ist hier. Kernspaltung seiner Batterie. Eine Kernspaltungsbatterie, was ist denn das? Boah. Naja, bei Fallout sowieso manche Dinge mit Atomteilen dran. So. Hm? Hey, Gecko. Das war's wohl für den. Das war mal ein Gecko. Gehen wir erstmal zur Stadt, weil das sieht interessant aus. Richtig interessant sieht's aus da unten. So. Boah, ey. Ehrlich, das ist krass. Was? Wo Kampfmusik ist noch da? Warum? Oh gut, jetzt hat's aufgehört. Jetzt hat's aufgehört. Jetzt erst. Oh mein Gott. So gut. So. Ah, RNK ist hier. Die RNK. Gut. Ach, hallo. Hey, wo wollen Sie denn hin? Der Zutritt zur... Was geht denn in Prim Forces? Ein paar Häftlinge aus dem Gefängnis, die Straße hoch, haben die Stadt übernommen. Alle Bewohner sind tot oder verstecken sich. Außerdem machen auch noch zwei Raider-Stämme die Gegend hier unsicher. Sie sollten besser zurück nach Good Springs gehen. Sollten Sie nicht die Stadt beschützen oder was? Würden wir gerne. Aber Sie gehören nicht zur RNK. Und selbst wenn, wären wir nicht in der Lage, Sie zu beschützen. Warum kennen Sie sie nicht beschützen? Uns fehlt die Ausrüstung, um die Häftlinge erledigen zu können. Außerdem brauchen wir Verstärkung. Sie sollten mit Lieutenant Hayes reden. Sein Zelt ist die Straße runter. Bleiben Sie westlich der Überführung, damit Sie nicht erschossen werden. Wir machen was anderes. Wir gehen da rein. Prim. Gut. Wir gehen einfach nach Prim und kümmern uns erstmal darum, das Problem. Dürfte eigentlich leichtes werden. So, ein paar ein bisschen Erfahrung geholt und voilà, nach oben. Gut. Wir müssen wohl die Banditen ausschalten hier. Oh, wir müssen uns dann erstmal heilen. Stimpack ist hier gut.
reicht schon? Reißen wir das schon? Das Mittel-Stampack und Waffen. Messer nehmen. Er sieht er. Da war nein, ist sein Gewehr verloren da. Klein Karibak, sehr gut. Oh, was haben wir damit da vorne? Eine Reparaturversuche. Nun, Sie wissen ja, was das heißt, meine Lieben. Zeit für ein paar Meldungen. Bemühungen der RNK, das Sonnenkraft. Nur ein wenig Elektronik scheinen so. Blieben bislang ohne Erfolg. Der wissenschaftliche Leiter des Werks hat sich. Wapperstreimer Altmetall und zwei Sensormodule habe ich ja. Aber ich brauche noch Altmetall. Okay, wir brauchen noch dreimal Altmetall, dann können wir den reparieren. Was haben wir denn eigentlich alles da? Haben wir nicht Altmetall da aber gehabt? Erstmal reparieren. Das macht so 14 Schaden. So. Starker Rücken. Ja, das will ich sowieso ausbilden. Sobald starker Rücken da ist, sobald ich das ausbilden kann, dann habe ich das. Schwer. Du kommst also damit? Ich komm damit. So, erstmal die Klamotten verkaufen, also kombinieren erstmal. Darf man ein bisschen leichter werden. Damit Hageball. So, und dann erstmal Kleingerüppel wieder auswählen. Gut, was haben wir denn so alles da? Kronkorken. Vorkriegsgeld. Aha. 75 wird benötigt. Kronkorken. Vorkriegsgeld. Wären wir ein paar Mal bei Herren der Ehre gekommen. Ich glaube, da wären wir reich. Gut. Das kann man reparieren. Das ist gut. Wo geht's jetzt hier raus? Wartungstür. Wow. Stealth Boy erstmal aktivieren und Dynamit das ausrüsten, schon mal.
Ups. Okay, wir laden mal wieder. Huch. Wir haben jemanden umgebracht. Huch. Oh mein Gott. Okay, jetzt wissen wir Bescheid, was man nicht machen sollte. Ja, sorry, dass ihr das noch sehen musstet. Na, reicht's schon? Hey, du da. Kannst du das Problem mit dem Schlaf haben? Sehr gut. Vorkriegsgeld. Hier, Kronkorken waren ja drin, oder? Zwei Kronkorken, genau. Einfach mal alles mitnehmen, was geht hier. Schalalalala. So, gut. Wartungstück öffnen. Nein! Nein! So, jetzt wissen wir ja Bescheid, dass die da hinten warten. So, Karawanenschrottblende. Ist nicht erfolgt. Sich niemals gegen einen von der Schrotblende. Okay, gut, wir müssen eine andere Wache. Also jetzt wissen wir, welchen Typen wir da. Oh nee. Okay, Kleinkaliber auswählen. Okay, jetzt wissen wir, welche Personen wir unbedingt zuerst töten müssen. Zerledigen müssen, bevor wir die anderen zu machen. Nachladen. Das zweite Mal schon. Och mein Gott. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Das kann aber jeder passieren. So gut, ein bisschen Zeug geholt. So, Karawanenschrotblende und Hilfsmittel voll. Okay, wo ist der Typ? Wo ist er? Wo ist der? Mit einem Headshot. Mit einer Schrotflinte vor dem Kopf rum.
mal Stimpaks holen und dann müssen wir Hagerbeil. Macht Spaß? Ehrlich, soll ich das sagen? Du gehst mir gleich doch näher. So, ein bisschen Munition. So, jetzt ein bisschen reparieren erstmal. Oder reparieren geht's gerade ganz schlecht. Dreimal Goldschlüssel. Lederrüstung. So gut. Eigentlich geht's doch gut, Gott. Sind Sie zufällig gekommen, um mich zu erretten? Ich würde mir dafür die Daumen drücken, aber meine Hände sind ganz taub. Wer sind Sie? Nun ja, ich bin Deputy Beagle und ich bin doch tatsächlich vergeiselt worden. Können Sie sich das vorstellen? Ich wäre Ihnen sehr dankenswert, wenn Sie mich freimachten. Ich würde Sie jetzt freilassen. Oh, na, das ist ja großartig. Ich denke mal, ich mache mich auf die Fersen nach draußen. Die Luft ist doch etwas eng hier drin. Wenn Sie versuchen wegzulaufen, statt an meiner Seite zu kämpfen, dann bringe ich Sie selber um. Ich habe sie doch gar nicht losgemacht, damit sie weglaufen. Sie können bei mir bleiben. Klar, laufen sie weg. Eine große Hilfe wäre wohl Sehne gewesen. Oh, aber gewiss doch. Ich würde nie zulassen, dass sie meine Entführer mit meiner Hilfe bekämpfen. Ohne meine ich. Bitte ihnen nach. Genau. Wir machen jetzt eins, wir gehen jetzt, laufen jetzt nicht die Treppe hoch, wir gehen jetzt forschen nach oben. So, jetzt nach oben, nach Prim. Stufenausstieg. Okay, können wir noch nicht feiern, weil wir müssen erstmal die Gegner erledigen. Super Stimpack kann ich erstmal. Kleidung. Soldatenhelm reparieren erstmal. Ein bisschen reparieren. Von 30 ist ja gut. Jetzt kriegen wir noch mal 50 XP dazu. Ah, sehr leichte Tür. Gut, was haben wir denn hier alles drin eigentlich? Alles Zeug, was wir mit verkaufen können. Ah, Psycho. Der Sand ist sehr süchtig danach zu sein. So.
So, das war's schon mal mit dem. Bei den nächsten. So, und jetzt können wir es wenigstens jetzt machen. So, Feilschen brauchen wir doch. Gehe ich mal auf 30 Schusswaffen. Dass wir so 32 haben, Sprache 32. So, jetzt nochmal reparieren alles. Oh, eine Reparatur und ein bisschen Platz machen wir gleich mal. Denn wir brauchen gutes Zeug zum Verkaufen. So, gut. Ein Koffer öffnen. Was haben wir da? Nudelholz. Ein Nudelholz. Ah, ja. Wir brauchen aber dringend Altmetall. Oh, wir sind fast tot. Ich hab's weiter vergessen. Ich hab's gerade versehen. Dann hier. Tür öffnen sehr leicht. Erste Hilfe-Kit ist weg. Aschebecher. Arzttasche, sehr gut. Wo ist denn eigentlich der eine Typ, in dem wir geredet haben, den Deputy? Ich... Das ist wirklich eine gute Frage, wo es sein könnte. Ist der tot? Wenn er tot ist, da ist er schlecht. Ich habe alleine gegen die gekämpft und habe gewonnen gegen die. Aber nun, wie gesagt, wir haben es ja geschafft. Hoffentlich haben wir Primates gerettet, weil sie jetzt alle tot sind. Was? Ila Phantoma. Was haben wir denn hier? Da haben wir. Ja, wenn wir. Hier haben wir doch Hilfsmittel. Was war das? Dietrich. Auf nach Prim. Das Militär der NK. Was? Was ist das für ein Blutfleck dort? Hä? Mit den extra Tierfreund werden sie niemals von Tieren angegriffen, die nicht vorher produziert sind. Okay. Ich weiß nicht, was sie nach Prim geführt hat, aber ich rate ihnen, wieder zu verschwinden. Die Stadt ist erledigt. Beagle ist gestorben. Scheint, als müssten sie uns einen neuen Gesetzeshüter finden. Reden Sie mal mit den RNK-Soldaten auf der anderen Seite der Brücke. Hab auch gehört, dass die Pulverräuber einen gefangenen Ex-Sheriff erwähnten. Wer sind Sie? Johnson Nash ist mein Name. Bin der Mann von Ruby Nash. Wir leben seit fast 8 Jahren in Prim und sind gemeinsam durch dick und dünn gegangen. Ich bin eigentlich Händler, aber in letzter Zeit gibt es nicht viel zu tun. Außerdem führe ich die Niederlassung des Mojave Express hier. Was ist mit Prim schlimm? Könnt er schon... daran habe ich noch nie gedacht. Wenn man ihn richtig programmiert, könnte er wohl auch als Sheriff dienen. So, was haben wir hier? Ja.
Sie bringen also das Gesetz. Das glaube ich erst, wenn ich es sage. So, jetzt müssten eigentlich alle erledigt sein. Rein theoretisch gesehen. Wir haben ja alle erledigt, die drinne waren. Na gut, hier beende ich erstmal diesen Part. Wir sehen uns das nächste Mal weiter bei Let's Play Fallout New Vegas. Und wenn euch dieser Part gefallen hat, gebt euch einen Daumen nach oben und auf Wiedersehen.